Ich wünsche euch einen wunderschönen sonnigen Start in den Tag. Leute, ich freue mich. Seit gestern scheint wieder die Sonne. Ich habe mich gerade ins Fenster gesetzt und freue mich wie ein Schnitzel. Ich finde es so schön. Und letzte Woche ist die Podcast-Folge ja mal ausnahmsweise ausgefallen, weil ich gerade mitten im Umzug stecke. Hier sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa. Aber ich freue mich schon extrem. Es geht in einen neuen Lebensabschnitt. Ich habe ja noch nicht öffentlich darüber gesprochen, wo es hingeht, etc. Aber ich kann schon mal spoilern, dass ich nicht in Berlin bleiben werde und auch nicht zu meinen Eltern zurückziehe. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es um das Thema Selbstbewusstsein. Und es ist so eine geile Podcast-Folge. Leute, ich freue mich riesig. Und zwar habe ich die liebe Franzi zu Gast. Und Franzi ist Expertin, was das Thema Selbstbewusstsein angeht und auch was das Thema Nein sagen angeht. Und warum ich das so spannend finde, ist der einfache Grund, weil ich selber jemand bin. Ich sage immer zu allem Ja und Amen, weil ich einfach niemandem wehtun möchte. Ich möchte nicht unsympathisch wirken oder unhöflich sein. Dann sage ich halt lieber Ja. Und ich weiß, dass das nicht richtig ist. Und ich lerne auch immer noch, Nein sagen zu müssen. Und wenn du dich jetzt ertappt fühlst, dann ist nicht schlimm. Mir geht's genauso. Aber das Ding ist halt, wir wollen halt immer gemocht werden und wollen es allen recht machen. Aber so Hokuspokus das auch klingen mag, ein Nein zu anderen ist oft oder meistens auch ein Ja zu dir selbst. Also ich glaube, ihr alle kennt den Spruch, klingt immer so ein bisschen esoterisch, ist aber wirklich so. Und wenn du dich jetzt auch, wie gesagt, ertappt fühlst, solltest du dir diese Podcast-Folge anhören. Denn ich spreche mit Franzi über das Thema Selbstbewusstsein. Was ist das eigentlich? Wie kann man daran arbeiten? Was gibt es für Tipps, Tricks, Wege, Strategien, um sich auch ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen? Wie viel Selbstbewusstsein ist vielleicht auch zu viel, weil man möchte ja nicht direkt arrogant wirken? Dann auch, wie ist es denn auch in der Kommunikation, sprachlich? Wie redet man am besten, um selbstbewusst zu sein? Kennt ihr diese Leute, die auch in einen Raum kommen und so eine Aura ausstrahlen und man denkt sich so, wow, wer ist das? Wie krass ist diese Person? Die macht gar nichts. Die steht nur da und hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Auch das habe ich Franzi gefragt und es geht noch um so viel mehr. Ich will euch gar nicht zu viel spoilern, gar nicht zu viel wegnehmen. Ich finde diese Podcast-Folge richtig toll. Wenn du im Circle bist, dann findest du, wie gesagt, auch die Masterclass ab dem 1. Juni im Membership-Bereich mit einem passenden Workbook. Das ist das längste Workbook, das wir bisher hatten. Ich glaube, es hat 13, nee, 15 Seiten hat das, glaube ich. Also holla die Waldfee, da geht gut was ab. Ansonsten, wenn du noch nicht Teil des Circles bist, dann kannst du sehr gerne dich in die Warteliste eintragen. Ich verlinke den Link zur Warteliste wie immer in den Shownotes. Der Circle ist nämlich unsere Membership rund um die Themen Social Media, Business und Mindset. Und es gibt monatlich eine richtig tolle Masterclass, die kurz und knackig gehalten wird, damit man auch wirklich in die Umsetzung geht und Ergebnisse erzielt. Deswegen freue ich mich auf diese Podcast-Folge. Ich freue mich auf den Juni. Ich freue mich auf die Sonne und ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viele Learnings. Willkommen bei Social Success, dem Podcast für Mindset, Social Media Insights und aus dem mal mehr, mal weniger verrückten, aber definitiv aufregenden Leben eines, nennen wir es mal, Influencers. Nach 5 Jahren Instagram habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit dir meine Erfahrungen und Expertise zu teilen und dir zu zeigen, wie du digital sichtbar wirst, deine Community und Reichweite auf Instagram aufbaust und dabei natürlich den Spaß des Lebens nicht vergisst. Mein Name ist Luis, Moderatorin, Blogger, Influencer, kreativer Kopf, aber auch Fempreneur und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit einer neuen Folge von deinem neuen Lieblingspodcast. So, liebe Franzi, freut mich total, dass du heute zu Gast bist im Podcast. Ich freue mich richtig, denn wir haben uns ja auch schon vorher ein bisschen ausgetauscht, denn ihr müsst wissen, Franzi ist mit im Circle dabei. Sie ist im Juni unsere Gastexpertin und hat eine Wahnsinns-Masterclass mitgebracht zum Thema Selbstbewusstsein, Fokus setzen. Und ich finde es so, so spannend, weil ich selber ja ein Mensch bin. Ich kann zwar Fokus setzen, aber ich lasse mich auch gerne mal ablenken. Ich bin so der typische Mensch, oh, da ist ein Fussel an der Wand. Deswegen, Franzi, freut mich voll, dass du heute mit dabei bist. Erzähl gerne mal ein bisschen was über dich. Vielen, vielen Dank für die Anmoderation. Ja, ich freue mich auch mega, dass ich heute hier mit dabei sein darf und auch, dass ich in der Masterclass dabei sein darf. Und für deine Zuhörer vielleicht erstmal, wer bin ich denn eigentlich? Ich bin die Franzi, hast du schon gesagt, Hetzenecker. Ich bin Coachin für Frauen im Bereich Selbstbewusstsein. Und meine Klientinnen sind auch ganz häufig Selbstständige. Deswegen glaube ich, passt das jetzt hier an der Stelle auch einfach ganz gut. Ja, und ich habe eine tolle Masterclass vorbereitet, hast du schon gesagt. Ich bin auch selber ganz ja, stolz drauf. Ich finde es nämlich wirklich gelungen zum Thema Fokus im Business und ja, wie man Ziele setzen kann und ja, damit eben auch erfolgreich im Business ist. Und ja, genau, also ich habe schon gesagt, Coaching für Selbstbewusstsein, was ist das eigentlich alles? Also Selbstbewusstsein zeigt sich ja in ganz vielen verschiedenen Facetten im Alltag.
Und so ganz gängig ist beispielsweise das Thema Ziele setzen, also welche Träume habe ich, was möchte ich gerne erreichen und die dann eben auch durchzusetzen und seine eigenen Interessen dazu vertreten. Das andere ist aber auch, wie kann ich Nein sagen anderen gegenüber, haben viele Menschen Probleme mit, andere Menschen zu enttäuschen eventuell oder zu sagen, nee, das ist jetzt einfach nicht so mein Fokus, das möchte ich nicht oder das mache ich nicht so. Das ist noch so ein typisches Thema beim Thema Selbstbewusstsein. Ja, Grenzen setzen generell, auch gegenüber Familienmitgliedern beispielsweise, das möchte ich nicht, das ist einfach auch nicht mein Thema. Auch Veganismus, ich bin selber auch Veganerin und kenne deswegen auch dieses Thema. Ach, wusste ich gar nicht. Sehr cool. Ich bin auch Veganerin. Ach cool, das wusste ich gar nicht. Und dann kennst du ja auch dieses Thema so, dass man sich dann vor anderen rechtfertigen muss und auch da Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, ja, das ist meine Entscheidung, das ist meine Wahl und dafür muss ich mich auch nicht rechtfertigen, habe ich auch Klientinnen, bei denen das auch das Thema ist. Also du siehst, Selbstbewusstsein hat so viele Facetten und im Alltag kann man das halt schön runterbrechen auf diese typischen Dinge, Grenzen setzen, Nein sagen und für sich einstehen. Genau, das sind so meine Themen. Ja. Richtig, richtig cool. Ich glaube, es ist auch, also was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es auch unfassbar wichtig ist, weil ich glaube, dass sich sehr viele Menschen selbst im Weg stehen, weil sie versuchen, es allen recht zu machen und von jedem gemocht zu werden. Und ich kann das aus Erfahrung sagen, weil ich wollte damals wirklich von jedem gemocht werden. Und es hat mir das Herz gebrochen, wenn jemand was gegen mich hat. Und dann habe ich alles möglich versucht, um zu zeigen, dass es doch gar nicht so ist und ich bin voll die liebe Person. Und heutzutage denke ich mir so, um Gottes Willen, was habe ich da für Zeit und Energie reingesteckt? Und die Leute mochten mich hinterher trotzdem nicht. Ja. So, wofür? Deswegen finde ich das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und du hattest ja auch gerade schon so das Thema Selbstbewusstsein und Nein sagen angesprochen. Und ich glaube halt auch ganz oft, wenn man dann halt mal sich selbst oder für sich selbst einsteht und dann auch mal Nein sagt, was unfassbar wichtig ist, kann es aber auch, denke ich, sehr, sehr leicht vorkommen, dass man von anderen als arrogant wahrgenommen wird oder als abgehoben. Und warum sagst du denn jetzt Nein? Wofür hältst du dich eigentlich? Zum einen, wie ist so deine Erfahrung damit, auch mit deinen Klientinnen vielleicht? Wie geht man damit am besten um? Und wie kann man vielleicht auch Nein sagen, ohne dass man als arrogant abgestempelt wird? Du hast jetzt gerade ganz wichtige Punkte angesprochen, dieses Thema, was denken die anderen? Ist auch so ein typisches Problem. Und das kommt in dem Zusammenhang natürlich auch ganz arg raus. Ne? So denken dann die anderen, ich bin arrogant. Da kann ich ja einen kleinen Insight geben. Ich habe eine sehr liebe Freundin von mir mittlerweile, die hat mir mal verraten, als ich dich kennengelernt hatte, Franzi, da hatte ich echt den Eindruck, boah, du bist voll arrogant. Und mit der hatte ich dann voll das interessante Gespräch drüber. Und ich habe für mich auch ein Stück weit angenommen, dass es sicherlich Leute gibt, die mich arrogant finden. Ich finde es okay, weil ich habe für mich beschlossen, ich muss ja mich in meiner Haut wohlfühlen, ich muss ja meine Interessen durchsetzen können. Das heißt nicht, dass ich jetzt zu anderen Leuten scheiße bin, das ist ja völlig klar. Aber natürlich kann das sein, dass du bei anderen Leuten was triggerst. Das ist aber egal, wie du dich verhältst. Man triggert immer was bei anderen, weil andere haben andere Lebensgeschichten, haben andere Erfahrungen gemacht. Und dann erinnert man natürlich andere Menschen an irgendwelche Lebenssituationen, in denen man sich vielleicht unwohl gefühlt hat. Das heißt also vielleicht darauf so die Antwort, es ist ein Stück weit so, dass man sich damit auch anfreunden muss. Man muss sich damit anfreunden, dass man nicht jedem gefallen kann. Das hast du gerade schon gut gesagt. Und insofern auch mit dem Gedanken anfreunden, dass es sein kann, dass es Menschen gibt, die einen arrogant finden. Aber ganz ehrlich, das ist ja Selbstbewusstsein, dass ich weiß, es wird mich nicht jeder mögen. Aber egal, wie sehr ich mich anstrenge, es wird mich nicht jeder mögen. Das ist, also dieses Ziel zu erreichen, da wirst du unglücklich und erreichst am Ende vor allem deine eigenen Ziele nicht. Du bist dann eher so ein People-Pleaser. Ne? Das ist halt so dieser Ausdruck. Ne? Also es allen Menschen recht machen zu wollen, ist ja dieses People-Pleasing. Und damit macht man es am Ende sich selbst am wenigsten recht. Das muss man halt einfach wissen. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, man denkt halt, dass man sich selbst was Gutes tut, weil wenn du anderen Gutes tust, kommt es zurück etc. Aber das ist auch so wichtig, dass man eben Nein sagt, weil sonst kommst du auch gar nicht voran, weil du eben nicht den Fokus setzen kannst. Du streust den und das ist genau wie mit Aktien, wenn du alles streust. Nee, Quatsch, andersrum. Bei Aktien ist es gut, wenn du streust, beim Fokus nicht. Ja. Ganz schlechtes Beispiel gerade gebracht. Aber die hat auch recht. Man kann das eigentlich auch mit so einem Weg ganz gut, sag ich mal, symbolisieren, weil wenn du so einen Weg hast,
Schotterweg, ja, und du hast Abzweigungen. Und wenn du überall in jede Abzweigung mal kurz reinguckst, das kannst du schon machen, dann kommst du aber nicht an dein Ziel. Ist ja klar, ja. Weil da brauchst du viel, viel länger. Weil du bist dann überall da mal kurz rechts, dann da mal links und so, schaust da mal schnell rein und dann kommst du einfach nicht am Ende an. Und das heißt ja gar nicht, wenn man seinen Fokus kennt oder sein Ziel kennt, dann heißt das ja gar nicht, dass man nie wieder anderen Menschen den Gefallen tut. Ganz im Gegenteil. Man überlegt sich nur ganz genau, welchen Menschen, in welchen Situationen tue ich einen Gefallen? Was hat das auch für einen Mehrwert langfristig für mich? Es muss nicht immer kurzfristig irgendwie einen Effekt haben, auch langfristig. Und ich überlege mir halt einfach ganz gezielt und bewusst, was ich machen möchte und was nicht. Das ist eigentlich der ganze Zauber. Also es geht einfach nur darum, ich mache mir bewusst, was ich eigentlich will. Und das verfolge ich dann. Ich glaube, du hast es auch gerade schon sehr, sehr gut gesagt, dass man sich etwas bewusst macht. Und das steckt ja auch im Wort Selbstbewusstsein. Und ich habe das auch so gelernt. Damals dachte ich immer, Selbstbewusstsein ist einfach, wenn du cool bist. Ne? Also dieses, okay, du musst einfach cool sein. Aber dann irgendwann lernt man ja dieses, sei dir deiner selbst bewusst. Also weil du musst wissen, wer du bist, wofür du stehst, was sind deine Werte etc. Aber wie würdest du vielleicht auch nochmal Selbstbewusstsein in deinen Worten definieren? Ja, super coole Frage. Genau wie du gerade gesagt hast, also sei dir selbstbewusst, so heißt übrigens auch ein Coaching-Programm von mir. Mir geht es darum, ich weiß, was ich kann, ich weiß aber auch, was ich nicht kann und ich akzeptiere diese eigenen Grenzen auch ein Stück weit. Also da mache ich immer das Beispiel mit Mathe, habe ich in der Masterclass ja auch kurz erzählt. Ne? Ich bin super schlecht in Mathe, schon immer gewesen. Und ich habe für mich entschieden, also vielleicht im nächsten Leben, aber ich werde kein Mathe-Professor mehr und das ist auch okay für mich. Ne? Also ist jetzt überspitzt gesagt, aber auch im Business, wenn es zum Beispiel darum geht, sich mit Zahlen zu beschäftigen, dann weiß ich einfach, da hole ich mir lieber jemanden dazu, dem das auch Spaß macht, der sich damit gut auskennt. Ich bin es halt nicht, aber ich habe dafür andere Stärken und das ist auch okay. Und genau, also das heißt, für mich ist es sozusagen die Definition, ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch, was ich nicht kann und kann damit aber auch gut umgehen oder damit auch gut leben und ich kann damit auch kokettieren. Das ist nämlich auch sowas, was ich immer ganz cool finde. Also das heißt eben nicht, dass ich sozusagen meine Schwächen verheimliche oder so tue, als hätte ich keine oder sowas, sondern ich sage das ja ganz offen. Hey, also Mathe als ein Beispiel ist eine Schwäche von mir und dafür muss ich mich auch nicht schämen, weil jeder Mensch hat ein Profil und jedes Profil hat Zacken in die eine oder in die andere Richtung. Jeder Mensch hat Stärken, jeder Mensch hat Schwächen und wenn ich damit offen umgehe und sage, hey, das ist einfach nicht meine Stärke, Zahlen sind nicht meine Stärke, dann weiß ich auch, du wirst mich nicht irgendwie ansprechen, damit ich hier einen Mathe-Vortrag halte oder sowas. Damit positioniere ich mich ja einfach nur und sage, was ich halt kann und was eben nicht. Genau, also deswegen ist das sozusagen meine Definition, sich beidem bewusst zu sein und mit beidem auch leben zu können und seine Stärken halt dementsprechend einzusetzen. Ja, genau. Richtig gut. Mir ist auch gerade diese eine Karikatur eingefallen, die kennst du bestimmt und ich denke auch, die meisten von den Hörern kennen die. Das ist das mit diesem Fisch und diesem Affen und diesem Biber und keine Ahnung, und alle sitzen im Wald und dann sagt der Lehrer so, ja, jetzt kletter mal auf den Baum. Und das ergibt ja gar keinen Sinn, weil du kannst den Fisch nicht daran bemessen, wie er auf dem Baum klettern kann. Das wird der Affe immer besser können, aber der Affe wird niemals so gut und schnell schwimmen können wie der Fisch. Und ich glaube, genau das ist das, auch im Business. Du fokussierst dich ja auf deinen Bereich, auf deine Nische, weil du weißt, dass du dort einfach der Experte bist, dass du weißt, das ist deine Stärke, darin bist du richtig, richtig gut und musst dich auch nicht darin beirren lassen. Wenn du jetzt aber sagen würdest, okay, du willst deine Schwäche unbedingt du willst keine Schwächen haben und deswegen versuchst du jetzt, die Schwächen, die du hast, zu trainieren, damit das deine Stärke wird. Das ist bei mir genauso. Ich hatte Mathe-Abi 2 Punkte, das ist richtig. Es ist, ich hatte 3. Du warst immer noch besser als ich. Ey, richtig stimmt. Ich verstehe das auch nicht. Ich meine, ich war auf einem Sprachengymnasium, ich war auf einem bilingualen Gymnasium. Mhm. Ich frage mich bis heute, warum ich Mathe als Prüfungsfach ablegen musste. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Also da könnte ich mich wirklich tagelang drüber echauffieren, weil mich das so aufregt, aber ist egal. Aber und das, warum soll ich denn jetzt allen erzählen, wie schlecht ich in Mathe bin, sondern ich fokussiere mich ja lieber darauf, was meine Stärken sind und versuche darin noch besser zu werden. Und dann sich auch wirklich darüber bewusst zu werden, wo deine Stärken sind und dich darauf zu fokussieren, glaube ich, bringt dich auch wirklich voran. Und generell, ich glaube, sehr, sehr viele Menschen haben ja eben ein schwaches Selbstbewusstsein beziehungsweise kein ausgebautes. Was gibt es denn da für Tipps,
Tipps, Tricks, Wege oder auch Strategien, um sich da auch so ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen. Mhm. Jetzt sind wir bei meinem absoluten Lieblingsthema, wo du mich jetzt wahrscheinlich sogar bremsen musst, weil da kann ich jetzt ganz lang drüber reden. Thema Stärken. Also mein Unternehmensmotto ist auch deine Stärken stärken, weil du sagst gerade eine ganz wichtige Sache. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich auf seine Schwächen zu besinnen und irgendwie zu versuchen, die zu den eigenen Stärken zu machen. Das wird nichts werden, nicht mehr in diesem Leben. Das ist einfach so. Akzeptier es. Geh damit lieber offen um. Das macht dich viel, viel sympathischer und viel nahbarer und zeigt aber auch den anderen viel eher sozusagen, in welcher Sparte bist du gut. Genau, und du, dass du dich dessen einfach sozusagen bewusst bist. Und die eigenen Stärken zu schärfen und darin weiter gut werden zu wollen, das ist eine super gute Sache. Und genau daran arbeite ich auch immer mit meinen Klientinnen. Und deswegen auch auf die Frage, wie kann ich selbstbewusster werden? Also wenn du jetzt hier zuhörst, dann kann ich dir meine ganz einfache Übung mal schnell hier so aus dem Handgelenk geben. Die meisten Menschen, wenn ich frage, was kannst du gut, können mir sofort sagen, was sie nicht gut können. Kannst jetzt einfach mal kurz nachdenken, ob dir auf Anhieb 5 Sachen einfallen, wo du eine absolute Stärke hast. Und zwar ohne das Aber. Das machen wir nämlich auch ganz häufig. Wir sprechen dann darüber, was können wir gut, aber das kann ich dann dafür nicht. Oder aber in dem Moment ist das eine Schwäche oder sowas. Ne? Also einfach mal so zusammen, was sind meine 5 größten Stärken, was ist mein Aushängeschild? Diese Übung ist für manche Menschen schon richtig schwierig. Das einfach mal so aus dem Handgelenk zu sagen, was kann ich gut. Und die eigenen Stärken zu kennen, hilft dir in deinem Leben immer weiter. Egal ob im Business oder im Beruf auch, ne, wenn du irgendwo angestellt bist. Wenn es um die nächste Gehaltsverhandlung geht, dann musst du das auch sagen können, was du gut kannst, weil dein Chef wird es dir nicht sagen. Also ne, deswegen ist es immer sehr sinnvoll, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und mir tut das echt in der Seele weh, dass wir ja von klein auf darauf trainiert werden, was können wir nicht. Oder darauf wird geschaut, ne, wo sind unsere Defizite. In der Schule werden schon nur die Fehler angestrichen, anstatt das, was gut ist. Ne, so sind wir halt trainiert, so sind wir sozialisiert und das nehmen viele Menschen einfach bis ins Erwachsenenalter mit und beschäftigen sich nicht damit, was sie richtig gut können. Also einfach mal schnell aufschreiben, was sind so die 5 größten Stärken, die du hast. Und wenn du jetzt sagst, da weiß ich jetzt gar nicht so genau, nimm deinen Mut zusammen und geh mal einfach auf eine Freundin zu und sagst, hey, ich habe mal für mich überlegt, irgendwie fällt mir da nichts ein, kannst du mir mal helfen? Einfach mal Freunde fragen, Leute, die einem gut gesonnen sind, sozusagen, was kann ich wirklich gut? Was bewunderst du vielleicht auch an mir? Kann man ja dann auch nochmal so zurückgeben, ne? Kann man auch mal der eigenen Freundin dann erzählen. Ja, genau, einfach so mal eine Frage stellen. Und das ist sozusagen ist schon mal der erste Schritt zum gesunden Selbstbewusstsein. Das heißt natürlich nicht, dass du nächste Woche selbstbewusst bist, das ist schon klar. Das muss man dann natürlich auch ein Stück weit üben. Dafür gibt es ja auch Coaching-Begleitung, also es kommt natürlich darauf an, wie es einem da gerade geht und so weiter, wie schwer es einem vielleicht auch fällt, aber genau dafür gibt es ja dann eben auch eine Begleitung. Und ein weiteres Thema ist halt dieses Thema Glaubenssätze, da würden wir jetzt aber schon sehr tief einsteigen. Also ich würde einfach sagen, wirklich beginn mal damit, werde dir deiner Stärken bewusst und schau einfach mal auch, wie du die gut einsetzen kannst im Alltag. Richtig gut. Ich glaube auch, dass das unfassbar wichtig ist, dass man sich mal selber darüber bewusst wird. Da sind wir wieder beim Bewusstwerden. Also das ist so krass. Alles ergibt so wirklich auch Sinn, sage ich mal. Deswegen und auch an alle, die gerade zuhören, macht jetzt vielleicht mal auch Pause und schreibt euch das wirklich auf. Wenn ihr übers Handy hört, nehmt euch die Notizen-App und schreibt mal 5 Dinge auf, wie Franzi gerade gesagt hat, was deiner Meinung nach deine Stärken sind. Und das auch ohne Aber. Und ich habe auch, während du das gesagt hast, habe ich auch selber drüber nachgedacht, was sind denn so meine Stärken? Und dann dachte ich mir so, okay, ich bin halt eigentlich immer gut gelaunt und immer nett. Und dann dachte ich mir so wieder, ja, aber das kann auch wieder so ein Nachteil sein, weil ja, dann ist man wieder so ein People-Pleaser, wie du vorhin gesagt hast. Und genau in der Sekunde sagst du, aber ohne das Aber. Ich so, Mist, erwischt. Oh Mann. Ja, das ist wirklich gar nicht so einfach. Deswegen wirklich mal drüber nachdenken und auch wirklich mal das Ganze fühlen und mal stolz auf sich selbst sein und nicht irgendwie das Aber suchen, sondern wirklich mal sagen, okay, na, selbst wenn es da irgendwelche Nachteile gibt, es wird immer Nachteile geben. Und im Endeffekt sind wir die Menschen, die irgendwas werten. Eigentlich versucht das Ganze mal nicht zu werten, sondern es ist so, seid stolz drauf und fertig. Deswegen. Genau. Aber wo wir auch gerade, ja, sag ruhig. Genau, wo wir gerade genau dabei sind, ne, also bei den Kehrseiten, sage ich mal, der Medaillen. Diese Kehrseiten gibt es ja auch bei den Schwächen.
die sehen wir bloß nicht. Stimmt. Es gibt auch Kehrseiten davon, dass wir schlecht in Mathe sind. Also es gibt da auch Vorteile da dran, ne? Und das ist halt genau das, was ich meine mit dem Profil. Also jeder hat halt ein Profil. Ein Profil hat immer Ausschläge nach links und rechts. Und diese Ausschläge, die sind in manchen Situationen sehr hilfreich für uns und in anderen Situationen weniger hilfreich. Das ist aber ganz normal. Das ist halt einfach unser Persönlichkeitsprofil. Also insofern, wenn wir anfangen, Stärken zu suchen und dann immer das Aber sehen, müssten wir genauso im Umkehrschluss Schwächen suchen und darin auch das Aber finden. Das richtig machen wir aber nicht. Gut. Richtig gut. Also das finde ich auch richtig krass, weil ich glaube, das ist genau wie du sagst, man macht das nicht. Aber warum eigentlich? Warum versucht man immer, sich selber schlechter zu machen? Hör auf damit. Stop it. Aber das, genau das ist, was ich auch gerade sagen wollte. Ich glaube halt wirklich, also Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall notwendig, beziehungsweise, und jetzt finde ich die Frage auch sehr, sehr interessant, was würdest du denn sagen, wie viel Selbstbewusstsein notwendig ist oder wie viel Selbstbewusstsein braucht man denn, um erfolgreich im Business zu sein? Denn ich denke, das ist so eine gesunde Balance, dass man halt eben nicht abgehoben wird. Also du kannst auch als abgehobener Mensch erfolgreich werden, natürlich, aber ich denke, du weißt genau, was ich meine. Aber auch, dass man jetzt nicht sagt, okay, ja, ich finde ich sehr gut aus und dann wirst du damit erfolgreich. Das ist auch ein bisschen zu wenig Selbstbewusstsein. Was ist denn da so eine gesunde Balance und wie viel Selbstbewusstsein brauchst du, um erfolgreich im Business zu sein? Sehr gute Frage. Auf die würde ich sagen, gibt es keine ganz eindeutige Antwort. Also es gibt keine allgemeingültige Antwort so vielleicht. Das muss jeder ein Stück weit auch für sich selbst entscheiden. Ich würde sagen, man kann sich selber mal überprüfen, sozusagen, hat man Nachteile durch sein eigenes Selbstbewusstsein, ja oder nein? Also als ein Beispiel, ich habe ja gesagt vorhin, ich habe viele Selbstständige auch im Coaching, meine Klienten sind viele Selbstständige dabei und da ist häufig das Problem, den eigenen Preis nicht rechtfertigen zu können. Kennst du das Thema? Ich glaube, das kennen sehr, sehr, sehr viele. Ja, wäre gelogen, genau, wenn jetzt jemand Nein sagt. Genau, genau. Und das ist halt, ja, es ist schon mal so ein typisches Beispiel, wenn man sich da ganz schwer tut, den eigenen Preis einfach festzulegen, sich das gut zu überlegen und den dann aber auch zu stehen zu lassen, ja, auch gegen Widerstände. Dann würde ich sagen, hey, super, richtig gut. Wenn du aber sagst, naja, also muss ich irgendwie immer viel rum argumentieren und am Ende lasse ich mich dann vielleicht doch breitschlagen oder habe dann irgendwie mehrere schlaflose Nächte, weil ich mir dann denke, scheiße, jetzt habe ich den Kunden verloren, nur weil das war ihm irgendwie zu teuer oder sowas, dann kannst du auf jeden Fall dran arbeiten. Also das ist mal zum Beispiel ein Punkt, wo man mal für sich überprüfen kann. Oder aber auch, wie leicht fällt es dir denn, Klientinnen oder je nachdem, wo du jetzt im Business unterwegs bist, Kundinnen auch abzuweisen? Auch das ist ein guter Indikator. Also wir alle haben ja in unserem Business einfach auch ein Portfolio. Wir bieten bestimmte Dinge an und andere nicht. Und ich kann jetzt zum Beispiel mal aus dem Nähkästchen plaudern. Letzte Woche wurde ich auch angefragt von einer Klientin, die sehr sympathisch war und wo wir auch gleich gemerkt haben, hey, das passt super, super gut. Sie hat mich aber für was angefragt, wofür ich einfach nicht die Expertin bin. Und natürlich hätte ich das jetzt irgendwie gern mitgenommen sozusagen, aber hey, ganz ehrlich, dann wirklich lieber zu jemand anders gehen, der das besser kann. Und das ist einfach auch nicht mein Ziel, nicht mein Portfolio, nicht mein Fokus. Das ist halt genau dieses Thema mit dem Weg, ne? Wir haben den Weg und ich weiß, wo mein Ziel ist und dann gehe ich nicht nach links mal kurz ab und mache mal ganz was anderes so. Das ist auch so ein Beispiel, woran man merken kann, genau, ob man jetzt genügend Selbstbewusstsein im eigenen Business hat. Und jetzt vielleicht noch mal ein paar Schritte zuvor. Wenn du mit dem Gedanken spielst, sich selbstständig zu machen, dich aber nicht traust, weil du denkst, was denken meine Nachbarn, was denken meine Freundinnen, was denken meine Eltern, ich kann das vielleicht gar nicht, ich habe zu wenig was weiß ich dafür. Wenn dich das also aufhält, auch dann solltest du dringend auch dran arbeiten, dann ist meines Erachtens das Selbstbewusstsein an der Stelle noch nicht groß genug, weil natürlich hast du im Business immer wieder Ups und Downs, genau, und dafür ist schon ein gesundes Selbstbewusstsein schon auch sehr sinnvoll, sagen wir es mal so, oder hilfreich. Auf jeden Fall. Sehr wichtig sogar, weil ich glaube, im Endeffekt, was ist denn, wenn es dann halt mal ein bisschen, wenn du mal schlechtere Phasen hast, ne, und dann direkt denkst, okay, nee, jetzt ergibt gar nichts mehr Sinn. So. Also ich glaube, da muss man schon auch sich vorher schon drüber bewusst werden. Oh, da sind wir wieder beim Bewusstwerden, das ist ja Wahnsinn. Es ist so lustig.
Ja, genau, aber auch generell, ich denke mal, Selbstbewusstsein wird häufig unterschätzt, glaube ich. Also ich glaube, viele, ich weiß es nicht, du kannst ja mal so aus dem Nähkästchen plaudern, wie es bei dir ist. Denkst du, dass viele, ja, denken, dass man gar kein Selbstbewusstsein braucht, um beispielsweise erfolgreich im Business zu werden, weil man halt auch alleine zu Hause sitzen kann? Oder denkst du, oder ja, ich frage einfach mal so, wie sind denn da auch die Erfahrungen mit deinen Klientinnen oder Klienten? Also ich habe schon, also ich habe ja viel Kontakt zu Frauen, ne, weil Frauen ja so mein Hauptfokus sind. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die meisten Frauen wissen, dass Selbstbewusstsein wichtig ist. Also das wissen sie schon. Ich glaube aber auch, dass das manchmal als ein, ja, wie soll ich sagen, als ein sehr großes Ziel wahrgenommen wird. Es wird als so schwierig erreichbar oder ähnliches wahrgenommen und dann fangen viele gar nicht erst richtig an. Das ist natürlich irgendwie schade. Und das ist mir jetzt gerade nämlich auch noch, wo du so erzählt hast, mit Ups und Downs eingefallen. Ich glaube, man darf es auch nicht falsch einschätzen. Nur weil man selbstbewusst ist, hat man nicht sozusagen einen Lebensweg, der ganz geradlinig ist, ne? Wir haben alle unsere Ups und Downs, egal ob wir selbstbewusst sind oder nicht. Wir wissen bloß besser, wie wir damit umgehen können, ne? Das wird uns alle ein. Ein Leben ist halt nicht geradlinig, sondern immer irgendwie manchmal schwieriger, Eine manchmal einfacher. Achterbahn. Genau, es ist immer eine Achterbahn, genau. Und deswegen glaube ich auch, wenn man da eine falsche Vorstellung davon hat, was es heißt, selbstbewusst zu sein, dann hat man vielleicht auch eine sehr große Ehrfurcht davor und denkt so, oh, das ist für mich eh nicht erreichbar, weil dafür bin ich ja dann quasi perfekt oder so. Nee, nee, perfekt bist du dann auch nicht, und musst dann trotzdem auch weiter an dir arbeiten. Du kannst bloß mit den Schwierigkeiten des Lebens ein Stück weit besser umgehen, hörst halt auf zu grübeln im Optimalfall, und hinterfragst dich nicht die ganze Zeit selbst, wie mache ich denn das, wie mache ich denn das. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe gerade deine Frage überhaupt nicht beantwortet. Kannst du Doch, doch, alles gut. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Ich meinte ja, red mal aus dem Nähkästchen. Das war ja nicht unbedingt eine richtige Frage. Aber du hast gerade was gesagt, was ich auch ultra spannend finde, dass ganz, ganz viele das Thema Selbstbewusstsein verwechseln. Und das ist sogar eine Frage. Und ich glaube, damit werden sich auch viele angesprochen und abgeholt fühlen, weil man zieht ja auch immer Leute an, die so sind wie man selbst. Und ich bin ja auch ein sehr extrovertierter Mensch. Ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen, auf neue Leute zuzugehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, oder ich weiß, ich kenne das auch aus meiner Erfahrung schon, als ich kleiner war, sage ich mal, dass extrovertiert sein ganz, ganz häufig mit Selbstbewusstsein verwechselt wird. Das heißt, sobald du lauter bist oder sobald du auch mal laut lachst, ne, oder bei mir sagen meine Freunde, ich habe ein lautes Organ, weil ich so laut lache, dann wird das ganz oft mit Selbstbewusstsein verwechselt. Aber das eine hat mit dem anderen rein gar nichts zu tun, weil nur laut zu sein heißt nicht, dass du selbstbewusst bist. Deswegen mal so die Frage an dich. Wie kann man denn aber auch jetzt an die extrovertierten Zuhörer beispielsweise, die extrovertiert sind, aber jetzt gar nicht so das Gefühl haben, wirklich selbstbewusst zu sein, ne? Weil wir meinen hier gerade, es sind so zwei verschiedene Schuhe. Wo sind denn da beispielsweise die Parallelen und wie kann man denn diese Eigenschaft für sich nutzen, um sein Selbstbewusstsein auch zu stärken oder auszubauen? Oh, spannende Frage. Genau, also ich bin ja Coach und habe aber auch einen psychologischen Hintergrund. Also ich habe auch Psychologie studiert, deswegen kann ich mal so ein bisschen einen ganz kleinen Einblick geben vielleicht. Ist jetzt sehr, sehr verkürzt dargestellt. Aber du hast ja gerade schon richtig gesagt, es hat miteinander nicht so viel zu tun. Der Punkt ist einfach der, es wird von außen so wahrgenommen. Aber was innen drin ist, ist ja das, was relevant ist. Also es ist ja viel wichtiger, wie man sich innen drin fühlt, als das, was nach außen strahlt. Jetzt als Beispiel, ne, man ist laut oder sowas, ja, und gleichzeitig ist die Frage, was passiert in dir drin? Hast du viel Selbstzweifel, die man gar nicht nach draußen sieht, zum Beispiel, ne? Oder bist du viel am Grübeln? Kann ich das überhaupt? Bin ich das überhaupt? Und so weiter. Was bilde ich mir ein oder sowas? Da ist schon die Frage sozusagen, wo steht man da genau? Und ja, dass man es eben nicht miteinander verwechselt. Jetzt hast du gerade gefragt, wie kann man das auch ein Stück weit für sich nutzen? Also ja, für sich nutzen kann man es vielleicht so. Ich habe ja vorhin die Übung gesagt, ne, wenn du jetzt nicht so genau weißt, was sind deine Stärken, geh mal auf deine Freundin zu und frag die einfach mal. Das ist natürlich was, was extrovertierten Menschen einfach viel leichter fällt als introvertierten Menschen. Ne? Die gehen dann eher mal auf andere Leute zu und sagen, hey, kannst du mir mal kurz da irgendwie helfen? Also insofern, das kann man auf jeden Fall dann für sich nutzen an der Stelle. Und auch du bietest natürlich viel mehr Projektionsfläche, sage ich jetzt mal. Also
über mich kann man wahrscheinlich mehr sagen, weil man mich mehr erlebt, mehr wahrnimmt, als jetzt über eine Person, die eher introvertiert ist, weil man von der nicht so viel mitbekommt. Insofern, das kann man so jetzt, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ich weiß jetzt nicht, gehöre ich in die eine oder in die andere Kategorie sozusagen, wobei bitte nicht überbewerten. Ne? Das ist alles immer nur Kastendenken und sehr schwarz-weiß gemalt, sage ich jetzt mal. Ja. Genau, aber wenn du da jetzt so drüber nachdenkst, dann überleg dir doch einfach mal, wie viel kriegen andere vielleicht auch von mir mit? Ja, und je nachdem, ob du sagst, naja, eigentlich nicht so viel, fragst halt lieber nicht deinen Arbeitskollegen, sondern fragst halt lieber deinen Partner. Weil der dann halt ein bisschen mehr sagen kann einfach zu dir. Super genau. Spannend. Richtig spannend. Auch nochmal so eine Frage. Ich glaube, da sehr, sehr viele Menschen können halt einfach nicht mit Kritik umgehen. Mhm. Und das ist auch schon wieder ein Erfahrungswert. Damals konnte ich auch gar nicht mit Kritik umgehen. Und auch heutzutage mit konstruktiver Kritik ist einfach. Und auch so mit Kritik kann ich inzwischen viel besser umgehen, aber trotzdem, manchmal ist man trotzdem verletzt. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, das juckt mich überhaupt nicht. Aber wie kann man denn mit Kritik umgehen, um auch sein Selbstbewusstsein nicht zu gefährden und ja, das vielleicht sogar für sich zu nutzen? Mhm. Genau. Jetzt kommen wir in den Bereich, der mit dem Selbstbewusstsein auch auf jeden Fall was zu tun hat, aber der meines Erachtens Begleitung erfordert, und es sind Glaubenssätze. Weil was einen verletzt, hat in den meisten Fällen damit was zu tun, was man in der Kindheit oder vielleicht auch in der Jugend sozusagen mitbekommen hat. Und wenn man sich da genauer kennt und weiß, was denkt man denn zum Beispiel über sich, ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Einstellung vertrete, mein Business muss perfekt sein und mich kritisiert denn jemand, dass mein Business nicht perfekt ist und das steht sozusagen dahinter, dann verletzt mich das sehr. Wenn ich aber weiß, das ist ein Glaubenssatz, den habe ich mitgenommen, weil, keine Ahnung, meine Eltern ein Restaurant hatten und da musste immer alles picobello sein, jetzt mal nur als sehr plattes Beispiel, dann kann ich es halt auch leichter einordnen. Dann weiß ich halt auch, was triggert das gerade in mir und hat es wirklich was mit mir zu tun oder hat es eher was mit zu tun, wie es in meiner Vergangenheit ist, wie kann ich heute damit umgehen. Also es macht dir dann auch ein bisschen die Situation leichter einzuschätzen. Sage ich jetzt mal. Ne? Also insofern gibt es da auch keine pauschale Antwort drauf. Auch mich verletzen manche Dinge mehr als andere, ist ja logisch. Ne? Wir alle haben eine Geschichte dabei und unser Päckchen dabei und reagieren halt auf das eine mehr sensibel als auf das andere. Aber auch hier wieder das Thema Bewusstsein. Sobald du dir deine eigenen Glaubenssätze bewusst bist, ist es schon viel leichter, damit umzugehen. Und dann kannst du sie ja auch noch abändern. Und dazu braucht es aber meines Erachtens Begleitung. Also das kann man auch alleine versuchen, ist aber schon echt schwer, weil man braucht ja oft einfach einen Partner oder eine Partnerin, der oder die einfach ein bisschen spiegelt oder ein bisschen Impulse gibt. Genau. Mir ist auch gerade eine richtig, richtig spannende Frage eingefallen und die finde ich richtig gut. Die finde ich so krass und jetzt bin ich mal gespannt, was du antwortest. Und zwar, ich fange anders an, und zwar, es ist ja auch so, oft so, Kleidung macht Leute, ne? Sagt man doch, glaube ich, boah, es ist schon, ich weiß schon gar nicht mehr, aber auf jeden Fall, wie war diese Geschichte des Kaisers? Des Kaisers Kleider? Neue Kleider, ja, genau. Genau, das habe ich damals mal als CD gehört. Und es ist ja auch oft so, dass Kleidung auch mit Selbstbewusstsein einherkommt. Das heißt, bei mir ist es zum Beispiel so, also seit Lockdown nicht mehr, aber vorher, ich bin ja auch eine recht, also verhältnismäßig kleine Person, ich bin 1,64. Das heißt, ich trage auch gerne mal hohe Schuhe. Und jetzt nicht im Sinne von, dass ich High Heels trage und kaum noch laufen kann, sondern das sind dann noch ein bisschen dickere Absätze. Aber ich habe dadurch eine viel geradere Haltung. Ich fühle mich viel größer, ich fühle mich selbstbewusster. Zum einen die Frage, ist das gut, wenn man sich auch darüber Selbstbewusstsein holt? Oder sollte man auch sich nackt, das habe ich mir jetzt übertrieben gesagt, selbstbewusst fühlen? Ich frage das mal so, die Frage, und dann kann ich nämlich auf meine spannendere Frage eingehen. Aber die geht damit ein bisschen einher. Genau. Ja, du sprichst so das Thema auch Komfortzone an, so ein bisschen. Also ich finde den Gedanken total spannend. Ich rate auch dazu, das einfach mal auszuprobieren. Aber wichtig ist halt, wenn man aus der Komfortzone heraustritt, dann geht man in die Lernzone und irgendwann kommt man in die Angstzone. Ich weiß nicht, ob du dieses Modell kennst, ne, mit diesen drei Kreisen, genau. Und wichtig ist halt, sich zu überlegen, quasi,
ist jetzt das gerade hohe Schuhe anziehen und mich schick machen und so weiter, ist das meine Angstzone oder ist das meine Lernzone? Weil wenn das zu viel des Guten ist, du machst es nie und dann auf einmal donnerst du dich auf und so weiter und gehst dann nach draußen, dann wirst du dich damit wahrscheinlich eher erstmal unwohl fühlen. Also kleine Baby-Steps machen, aber dann, finde ich, spricht da überhaupt nichts dagegen. Ich weiß auch ganz genau, was du meinst und ich experimentiere damit ja auch selbst. Also ich finde, das kann einen unterstützen in bestimmten Situationen. Keine Ahnung, Verhandlungssituationen. Ich habe mir vorher vor dem Spiegel auch gesagt, ey, das rockst du richtig gut, das machst du heute mega gut. Und dann können so hohe Schuhe und, weiß ich nicht, mein Lieblingsoutfit mich da auch absolut gut unterstützen bei. Es darf natürlich nicht die einzige Variante sein, weil das wird nicht funktionieren. Ne? Also es muss schon noch ein bisschen mehr dazu gehören. Aber dann passt natürlich die innere und die äußere Haltung gut zusammen. Super. Stimmt, ist dann auch wieder im Einvernehmen. Genau, weil wie ich nämlich darauf komme, ist nämlich, ich will jetzt gar nicht zu sehr ausschweifen, aber ich denke mal, dass sich viele Menschen schon mal oder sich darüber bewusst sind, schon mal Menschen kennengelernt haben, die in den Raum reinkommen und die dann mit ihrer Aura so den ganzen Raum einnehmen. Und du denkst dir so, wow, was eine Person. Und das ist ja ein Mensch, genauso wie du und ich, aber das muss ja, die strahlen ja so ein Selbstbewusstsein aus, dass du dir denkst, wow, der macht doch gar nichts, der steht einfach nur da, der ist gerade einfach nur reingekommen, der hat nichts anderes an als du und ich. Warum strahlt er so eine Aura aus, so eine Energie, so ein Selbstbewusstsein, so ein Charisma, glaube ich einfach, ne? Wie kommt das, also was hat das mit Selbstbewusstsein zu tun? Wie kann man vielleicht auch selbst dahin kommen, dass man so ein Selbstbewusstsein aufbaut, dass andere einen auch so wahrnehmen? Auch eine sehr gute Frage. Ich würde da tatsächlich auch mal gucken, bei wem hat man denn das Gefühl, dass das so ist? Also beobachte dich einfach mal im Alltag und schau mal, wann begegnen dir solche Menschen und dann analysier das einfach mal. Was hat die Person an? Was sagt die Person? Wie redet die Person? Wie stellt sie sich dar? Lächelt sie viel oder eher nicht? Wie reagiert sie auf kritische Fragen und so weiter? Also einfach mal so ein bisschen differenzierteren Blick darauf zu bekommen, weil das kommt jetzt sehr darauf an, was dir da im Kopf schwebt, was du meinst, wie man das sozusagen aufbauen kann. Es kann nämlich sein, ich mache jetzt mal ein Beispiel, einfach eine sehr hübsche Person, ne? Also jemand, der einfach sehr attraktiv ist und sehr, sehr gut ausschaut. Das ist natürlich was, was uns alle irgendwie in den Bann zieht, ja? Das finden wir alle interessant. Jemand irgendwie mit einer bestimmten Art und Weise zu sprechen. Das ist auch was, was wir toll finden. Ne? Also man muss da schon ganz genau hingucken, was ist es? Und dann, wie gesagt, erst immer an der eigenen inneren Haltung arbeiten, zu sich selbst und dann nach außen gehen. Dann vollständigt sich das auch von selbst. Ne? Also dann kommt es nach sozusagen. Aber viele Menschen fangen halt erst von außen an und gehen dann nach innen oder gar nicht nach innen. Und das ist natürlich schwierig, weil erstmal geht es um deine eigene Haltung dir selbst gegenüber. Ganz genau. Ich glaube auch, deswegen reicht Kleidung halt auch allein nicht aus. Und ich glaube halt, wie du schon sagst, es ist richtig, richtig gut gesagt, ich glaube, viele fangen halt im Äußeren an, aber wenn du innerlich wirklich dir selbst bewusst bist, du hast ja eine viel geradere Haltung, dein Rücken ist gerade, Brust raus, Kopf hoch, wenn du gar nicht von dir selbst überzeugt bist, natürlich läufst du, dann machst du dich kleiner automatisch, das ist ja, du merkst es gar nicht. Und ich glaube, das spielt ja auch sehr, sehr viel mit rein. Super, super spannend auf jeden Fall. Und wir hatten ja auch gerade so dieses Thema, okay, wenn man jetzt nicht genug selbstbewusst ist, wie kann man denn sein Selbstbewusstsein aufbauen? Und zwar, indem man sich seiner selbst bewusst wird, etc. Es gibt ja aber auch Menschen, die strotzen ja vor Selbstbewusstsein und haben halt, das hat mir vorhin auch so ein bisschen, die wirken dann halt auch sehr schnell abgehoben und arrogant. Ich finde es auch krass, wenn man so viel Selbstbewusstsein hat, das ist ja erstmal nichts Negatives, weil das ist ja auch wieder was Wertendes. Aber was würdest du denn sagen, wie viel ist wirklich zu viel? Also wie viel Selbstbewusstsein ist zu viel, sodass man sich sogar schadet? Und wir haben ja auch so das Thema Selbstbewusstsein im Business. Wie viel Selbstbewusstsein ist dann zu viel? Weil ich denke schon, dass es wichtig ist, auch in Verhandlungen, dass du dann mal mit der Hand auf den Tisch haust, dass du dann auch mal so deine männliche Energie, sage ich mal, an den Tag legst, die du halt in dir trägst und dann halt auch mal klare Verhandlungen führst. Aber ich glaube, es gibt so eine, ich weiß nicht, sag du es mir gerne, gibt es da vielleicht eine Grenze, die man auch nicht überschreiten sollte, was auch so das Thema Selbstbewusstsein angeht? Also ich hoffe, es war verständlich erklärt, die Frage. Ja, ich würde es gerne konkret machen. Also jetzt mal konkret bei der Verhandlungssituation.
Egal ob Gehaltsverhandlungen oder Verhandlungen im Business oder ja, sage ich jetzt mal neue Kundin oder Klientin. Ne? Ich mache es mal an meinem Beispiel. Ich habe klare Richtlinien oder ich habe für mich klare Dinge oder einen klaren Rahmen definiert, wo ich unterwegs bin. Das heißt, ich habe ein klares Thema, da bin ich unterwegs, da bin ich Expertin, da habe ich einen Anspruch an mich, da möchte ich gute Leistung bringen. Und dann gibt es immer Grauzonen. Die sind so ein bisschen an der Seite, so, sage ich mal. Und da muss man sich halt vorher vor einer Verhandlungssituation, vor einer Gehaltsverhandlung überlegen, inwieweit gehe ich in diese Grauzone. Wenn wir jetzt über Preise zum Beispiel sprechen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal einen fiktiven Preis, 150 Euro die Stunde oder sowas ist dein Preis. Und du kannst dir vorstellen, bei dem Auftrag, das wäre mir echt super wichtig, dass ich den an Land ziehe, weil da habe ich die und die Vorteile davon, dann kann man sich ja vielleicht eher vorstellen, mal mit dem Preis um 10 Euro runterzugehen. Ne? Wenn man aber weiß, eigentlich bringt mir das gar nichts, ne? Da werde ich definitiv meinen Preis ja bestehen lassen, dann bleibst du natürlich dabei. Aber es geht einfach nur darum, sich vorher bewusst zu werden, was ist meine Verhandlungsmasse, wo bewege ich mich, wo auch nicht und was habe ich eigentlich sonst noch für Vorteile, anstatt nur jetzt diesen Auftrag zu bekommen, zum Beispiel für Nachfolgeaufträge und so weiter. Und dann würde ich sagen, ja, hast du natürlich recht, wenn ich dazu starr bleibe, obwohl ich noch weitere Vorteile davon bekommen kann, dann schadet es mir vielleicht. Aber wir müssen wirklich auf die konkrete Situation gucken. Worum geht es hier ganz genau? Und für mich gibt es einfach bestimmte Dinge, Rahmen und so weiter, da bleibe ich ganz stand. Also da gibt es für mich nichts. Und dann gibt es andere Dinge, da sage ich vielleicht, ja, okay, kann ich mir eher vorstellen. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen deine Frage, weil ich finde es wichtig, das konkret zu machen. Ja, genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann mir auch vorstellen, dass es oftmals an der Sprache hapert und dass man gar nicht so arrogant wirken möchte, aber dass man halt sich einfach falsch ausdrückt. Und dass es auch sprachlich sehr, sehr schnell in die falsche Richtung gehen kann. Deswegen auch Kommunikation ist das A und O. Ja. Und aber das ist auch eine gute Frage. Eine Frage, die mir gerade so noch zu dem Thema einfällt. Kommunikation und Selbstbewusstsein. Ja. Ich denke, du hast schon... Super spannend, super spannend. Da muss ich jetzt noch einen anderen Aspekt einbringen, den wir jetzt noch gar nicht beleuchtet haben, der mir aber wirklich super wichtig ist. Ich arbeite mit Frauen zusammen und Frauen haben da einfach immer ein bisschen ein Nachteil, womit ich jetzt keinem Mann irgendwas absprechen will, aber es ist einfach so, wenn Frauen klar auftreten, eine klare Sprache wählen und sagen, das will ich und das will ich nicht, wirken sie immer arroganter als Männer, wenn sie das tun, einfach weil wir gesellschaftlich, politisch immer noch an einem Punkt sind, wo Frauen leider, muss man sagen, immer noch bescheiden sein sollen. Bescheiden und zurückhaltend und eher mal es allen recht machen sollen. Deswegen ist es auch für mich voll okay, wenn jemand sagt, na, irgendwie wirkt die ein bisschen arrogant. Ich kann das für mich durchaus auch, sage ich mal, anders rahmen und einfach zielstrebig und klar nennen in meiner Kommunikation. Das bin ich auch, das weiß ich auch. Das ist mir aber auch das wert, dass dann vielleicht jemand sagt, boah, die wirkt aber arrogant, weil ich einfach auch weiß, wenn ich ein Mann wäre und ich würde das so sagen, würde das niemanden scheren. dann würde ich einfach gut auftreten. Und deswegen vielleicht an die Frauen, die jetzt vielleicht auch zuhören, traut euch einfach, macht es einfach. Die Zeiten ändern sich und es wird auch definitiv noch besser werden. Und ja, das ist auch okay. Deswegen in der Kommunikation, je nachdem, um was es geht natürlich, so klar wie möglich zu sein. Ne? Also weniger Konjunktive einzubinden, sowas wie, ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht 150 Euro pro Stunde bekomme. Wenn sie nicht stört, dann ist halt irgendwie schwierig. Ne? Insofern, also einfach mein Tipp auf jeden Fall klar bleiben und es auch einfach mal probieren. Einfach auch mal, ja, sozusagen Erfahrungen sammeln, weil das ist das, was uns wirklich selbstbewusst macht. Wir machen Erfahrungen, und daraus ziehen wir unsere Schlüsse. Und wir müssen dem Ganzen auch mal eine Chance geben, diese Erfahrungen überhaupt sammeln zu können. Ja, richtig, richtig gut. Also wirklich auch ein sehr, sehr gutes Abschlusswort, würde ich sagen. Weil ich finde auch einfach, das so wichtig, was du gerade gesagt hast, dass sich Frauen sich seiner selbst bewusst werden natürlich, oder sich ihrer selbst bewusst werden und auch für sich selbst einstehen und nicht denken, dass sie irgendeiner Norm gerecht werden müssen. Weil das ist auch wieder alles nur Werten, das ist alles... Das siehst nur du so und beziehungsweise, was heißt nur du, das sieht so die Norm der Gesellschaft, aber davon solltest du dich nicht leiten lassen. Geh deinen eigenen Weg, sei dir deiner selbst bewusst und hör auf, dir darüber Gedanken zu machen, wie andere dich wahrnehmen. Also ich denke mal, das also kannst du gerne so sagen, ob du es so unterschreibst.
Absolut, finde ich ein klasse Abschlusswort. Wir sollten generell aufhören, zu viel darüber nachzudenken, was andere von uns halten, sondern vielmehr dahin zurückzugehen, was halten wir eigentlich von uns? Und vielmehr dahin zu gucken, wie es uns mit uns geht. Genau. Richtig gut. Richtig gut. Also wirklich, wie man auch mit sich selber klarkommt, ob man selbst seinen Werten entsprechend handelt und jetzt nicht, was andere von einem erwarten. Also wirklich richtig gut. Dann würde ich nochmal so sagen zum Abschluss, okay, hast du denn noch so einen Tipp, den du unbedingt mitgeben möchtest, was so das Thema Fokus, Nein sagen, Selbstbewusstsein im Business angeht? Oh ja, da habe ich einen super Tipp. Ich hoffe, ihr schaut alle bei der Masterclass zu, weil da beleuchtet das Thema natürlich nochmal ganz explizit und sehr, sehr ausführlich. Ich erzähle da auch ein bisschen, wie mein Weg eigentlich zum Fokus war. Also das ist absolut ein Herzenstipp von mir. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt und da einfach mal vorbeischaut. Coaching Franziska Hetzenecker heiße ich da. Du verlinkst es ja bestimmt auch in den Shownotes. Genau, also schaut da gerne vorbei und folgt einfach mal, schaut mal, was ich so für ein Mensch bin. Und da teile ich ganz, ganz viele Inhalte aktuell zum Thema Glaubenssätze, Fehler machen, wie du selbstbewusst auftrittst und. Also ganz, ganz viel. Insofern, ja, schaut einfach mal vorbei und beschäftigt euch auch langfristig mit dem Thema Selbstbewusstsein. Das ist nichts, was nächste Woche abgehakt ist. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ein Langzeitprojekt, das ist ein Prozess, den man durchgeht. Und ich glaube, man sollte sich da auch nicht einfach mal unterkriegen lassen und sagen, boah, ich werde nie selbstbewusst sein, weil das ist auch wieder ein Glaubenssatz, den du dir selber einredest, sondern glaub an dich selbst. Das ist so krass. Die Sprache ist schon echt unfassbar interessant, wenn man die mal so auseinander nimmt eigentlich. Ne? Also wirklich, glaub an dich selbst, werd dir deine selbstbewusst und dann gehst du da einen Prozess durch, der dich erwachsener werden lässt, der dich selbstbewusster werden lässt, der dich auch glücklicher werden lässt, weil du nicht mehr versuchst, das anderen recht zu machen, sondern weil du dein Leben lebst, so wie du es für richtig hältst und wie du dich wohlfühlst. Und das Leben ist viel zu kurz, deswegen leb dein Leben so, wie du es möchtest und lass dir davon anderen nichts einreden. Unbedingt, genau. Unbedingt. Also ich finde es immer ganz schlimm, muss ich ehrlich sagen, wenn ich auch mit älteren Menschen spreche, irgendwie, die jetzt um 50, 60 oder noch älter sind, die sich ihr ganzes Leben lang damit nicht auseinandergesetzt haben. Gibt es wirklich genügend? Also müssen wir bloß mal in unsere Mütter- und Großmüttergeneration gucken. Das ist wirklich was das Leben absolut transformieren kann, wenn man sich einfach so selbstbewusst fühlt, dass es einem damit gut geht. Ja, also unbedingt. Ja. Große Empfehlung von mir, sich damit zu beschäftigen. Mega. Super, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Auch an alle, die gerade zuhören. Franzi meint es ja auch gerade schon. Ihr könnt gerne bei ihr auf Instagram vorbeischauen. Da heißt du, glaube ich, Coaching Franziska Hetzenecker, richtig? Genau. Genau. Ich verlinke das aber auch nochmal in den Shownotes. Schaut sehr gerne bei ihr vorbei. Ansonsten hoffe ich, ihr konntet das, also unfassbar viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Ansonsten, das sage ich jedes Mal aufs Neue, hört die Podcast-Folge gerne noch ein zweites Mal an und denkt dran, nicht nur zuhören, sondern auch hinhören und umsetzen und sich nicht unterkriegen lassen. Selbstbewusstsein ist ein Prozess. Wir glauben an euch. Voll, auf jeden Fall. Jeder hat seine Stärken. Also wirklich, jeder, ja. Ja, 100.000%, also wirklich. Und dann hoffe ich, dass jeder da mindestens ein Learning für sich mitnehmen konnte. Ich danke dir, wie gesagt, nochmal für deine Zeit. Danke. Und hinterlasst sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wenn ihr über Apple Podcasts hört und ihr etwas mitnehmen konntet und euch das gefallen hat. Ansonsten an alle, die bereits im Circle sind, die Masterclass von der Franzi ist wirklich unfassbar toll. Die findet ihr ab dem 1. Juni natürlich auch im Membership-Bereich. Da geht es auch um das Thema klaren Fokus setzen, Ziele erreichen, das Workbook, boah. Das ist der absolute Hammer, also wirklich, das ist so nice, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht weiter reden, nicht, was wir gesagt haben. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf Instagram und danke für deine Zeit. Ade.